Vor kurzem war ich bei meiner Mutter in Deutschland zu Besuch. Bei meiner Ankunft sitzt sie mit einer Freundin am Tisch, die sich so bei mir vorstellt. Hallo, ich bin die Ingrid. Ich war mit deiner Mutter in der Schule, aber ich bin 5 Jahre jünger. Meine Mutter ist Jahrgang 33, also ist die Dame Jahrgang 38. Warum das so wichtig ist, wird mir klar, als meine Mutter mir sagt, sie übersetze ein paar Briefe für Ingrid. Der Tisch ist übersät mit vergilbtem Papier. Ach so, meine Mutter übersetzt gar nicht aus einer anderen Sprache, sondern aus dem Deutschen. Meine Mutter kann nämlich Sütterlin. Für die Franzosen, Sütterlin ist eine Schrift. Sie kennen vielleicht die sogenannte deutsche Schrift, die Fraktur. Sütterlin ist die handschriftliche Form davon. Naja, sagen Sie jetzt, um Fraktur zu lesen, braucht man ja nun wirklich kein Hochschuldiplom. Die paar Schnörkel. Recht haben Sie. Die gedruckten Buchstaben kann man entziffern. Die handgeschriebenen leider ganz und gar nicht. Sie glauben mir nicht. Dann wollen wir mal sehen. Hier ein paar Eigennamen, die jeder kennt. Sie haben genau 5 Sekunden. Na, habe ich zu viel versprochen? Hier die Auflösung. Senn, Berlin, Stuttgart, Eurovision, Einstein, Marlene Dietrich. Die Sütterlin-Schrift basiert auf einer Handschrift, die im Mittelalter erfunden wurde, und zwar der Kurrentschrift. Die besteht aus den etwas vereinfachten Kleinbuchstaben der Fraktur, die mit Linien verbunden werden. Damals schreibt man mit Vogelfedern, die sich hervorragend für diese schräge Schrift aus schmalen und breiten Linien eignen. Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Schreibfeder aus Stahl aufkommt, wird klar, dass die Kurrentschrift nicht mehr zu dem neuen Schreibgerät passt und insbesondere Schulanfängern beim Schreiben lernen Probleme bereitet. Dem soll der Grafiker Ludwig Sütterlin 1911 im Auftrag des preußischen Schulministeriums Abhilfe schaffen. Seine verschnörkelte, aufrechte Schreibschrift, die ab 1924 in allen preußischen Schulen angewandt wird, berücksichtigt die spezielle Anatomie der Kinderhand. Viel lesbarer als ihre Vorgängerinnen ist sie allerdings nicht. Im Gegenteil. Die Nazis schaffen die Sütterlin-Schrift zusammen mit der gedruckten Fraktur 1941 ab. Ihr Vorwand? Sie sei von Juden erfunden worden. Was nicht stimmt. Der wahre Beweggrund der Nazis ist ein ganz anderer. Wie soll man bitte die ganze Welt erobern, wenn keiner die Schrift der Eroberer entziffern kann? Meine Mutter, die 1940 eingeschult wird, hat nur 1 Jahr lang Sütterlin gelernt, aber sie hat ihrer Freundin damit viel voraus. Denn die kann wegen dieses einen Jahres die Feldpostbriefe ihres eigenen Vaters nicht lesen. Ahnenforscher, Historiker, Notare, alle, die mit alten deutschen handschriftlichen Dokumenten zu tun haben, stehen heute vor demselben Problem. Tja, um in die eigene Vergangenheit eintauchen zu können, müssen die Deutschen, im Gegensatz zu den Franzosen, erst einmal einen Schreibkurs absolvieren.